Was sind denn deine Punkte, die für dich da so treffen? Warum dich das interessiert? Was ist Grundeinkommen für dich? Ich glaube, so im großen Zusammenhang, was mich daran interessiert, ist für mich selber und aber eigentlich auch für alle anderen Menschen, dass man sich die Welt versucht, anders vorzustellen, wie sie ist. Also das heißt, dass meine Umgebung und wie die funktioniert und wie ich darin funktioniere, dass das eigentlich auch alles ganz anders sein könnte. Und ich weiß, wie schwer mir das fällt. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es den anderen auch richtig schwer fällt. Und ich glaube, das ist etwas, das man trainieren und üben muss. So die Fantasie für eine andere Welt. Was ist für dich zum Beispiel eine Vorstellung von einer anderen Welt? Was könnte oder sollte anders funktionieren? Ich bin jetzt daran, neue Lieder aufzunehmen und habe jetzt, die Texte sind auch nicht mehr ganz neu und habe gemerkt, dass es eigentlich meistens darum geht, um eine Person, ob das jetzt ich bin oder wer auch immer, die dem Druck hier irgendwie nicht mehr standhalten kann oder mag. Und ich glaube, das ist ein Thema zum Beispiel, dass da einfach richtig viel Druck auf uns allen liegt, zu leisten, egal ob im Privaten oder bei der Arbeit, auch ganz persönlich. Also klar sind die Menschen verschieden, aber was man da alles für Anforderungen an sich selber stellt, denen man irgendwie gar nie gerecht werden kann. Und die Figur in meinen Liedern, die flüchtet dann weg von der Welt. Aha, und das müsste man mit dem Grundeinkommen nicht? Nein. Ich glaube, aber was mich viel mehr daran interessiert, ist gar nicht nur die Freiheit, die es einem gibt, jetzt finanziell, sondern genau wie die Sachen entkoppelt werden voneinander. Halt das, die Leistung, Arbeit, die man leistet und was man verdient. Und da merke ich zum Beispiel selber, dass ich da, also da bin ich auch völlig drauf trainiert, dass ich das irgendwie im Kopf dann. Und in Zürich sowieso. Die erste Frage ist ja immer, was arbeitest du? Und was verdienst du? Ja, und wie teuer ist die Wohnung? Wie teuer ist eigentlich deine Wohnung? Ja, genau. Die Wald besingen, damit dein Geld verschwindet. Die Helden sterben, laufen nur mit gratis Stromlinien. Und was mich daran auch interessiert, ist, dass, glaube ich, auch Frauen, die sich mit dieser Frage befassen, gar nicht unbedingt zwingend für das Grundeinkommen sind, weil sie denken, dann werden die einfach abgespeist, erziehende Mütter mit einem Grundeinkommen, anstatt dass eine richtige Debatte darüber stattfindet. Ich könnte mir eben auch vorstellen, dass das viel mehr einen Boden legt überhaupt, um vielleicht Kraft und Zeit jetzt für Frauen zum Beispiel, ja, zu finden, um diese Umstände zu ändern eben. Weil am Schluss liegt es ja auch immer an uns selber. Allerdings. Ja. Aufzustehen und zu ja, sagen und zu fordern. Das heißt, für dich steht es im Zusammenhang mit dieser Frage, wir sind gemacht in allen Konditionen, konditioniert, und wer bin ich selber und was ist eigentlich das, wie es anders sein kann, wie es gestaltet werden kann. Ja, genau. Wie ist es um uns? Was ist die Realität? Also das ist ja auch immer eine Mehrheitsrealität. Ja. Also, weil die Mehrheit schafft die Realität. Ja. Und wie weit ist man frei, sich davon loszumachen? Und wenn es nur als Versuch ist, ja,
Weil das löst schon so viel aus. Auch wenn es nur ein gedanklicher oder gefühlsmäßiger Versuch ist. Ich habe nie ein Problem gehabt mit deiner Schwester. Ich habe nie ein Problem gehabt mit deinen Töchtern. Ich habe nie ein Problem gehabt. Weil du es gesagt hast, diese Konditionierung, ja. Wie weit die geht, dass wir mit den unglaublichsten Dingen umgehen als normal. Aber so eine Idee, die ganz simpel ist, die finden wir dann. Aber wir sind halt auch so Gewöhnungstiere. Ja, total. Was ja einerseits auch was Schönes hat, weil da kann man sich so reinhängen und es ist immer gleich und es funktioniert so und ja. So und so. Ja, braucht man auch ein Stück weit. Ja, ne? Klar. Sonst wird es zu anstrengend. Ja, nee, auf jeden Fall. Ja. Du brauchst einen unten, oben und dann noch am besten, man braucht schon so ein kleines Kästchen, aber das... Man muss manchmal auch durchbrechen können. Ich grabe in deine Wunde und finde Gold. Wenn sie an der Tür klopft, dann mach sie weit. Es hat noch Platz für dich, es hat noch Platz für mich. Das Partyboot ist noch nicht voll, der Hafen um das Ziel. Bitte rock das Boot, wenn ich das Boot gelockt habe. Ob in Delhi oder in Tawi.